Gizmo, Mars regelst du die nicht, wenn was ist. Henry, komm her! Normalerweise laufen sie nicht runter, aber die eine Frau ist gerade dran. Ja, ja, haben sie gesehen. Viel Spaß, tschüss! Nein! Henry, komm her! Auf. Komm her! Dann ist der Spaß vorbei. Ja, hat funktioniert wohl. Richtig. Von Lario Remastered kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Ja, klar. Was? 200? Was? Ich glaube 225. Komm alle hierher. Hier. Nee, und sitz! Und Platz! Hm? Stopp! Ja. Sitz! Nee, dann. Und Platz! Platz! Komm, Platz! 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 Und Platz! Ich merke schon, funktioniert mit euch. Du bist immer noch der Beste. Du bist immer noch der Beste, doch. Die anderen zwei, die abonnieren mir was. Henry, mach mal Platz! Nein. Kein Bock. Und du? Machen wir auf Rebelle oder was? Du bist ein ganz feiner, ist okay. Ein ganz feiner. Ihr nicht? Nein. Nein. Er hat doch gar nicht seine Favoriten oder so. Nein. Der hat Platz gemacht, die nicht? Die haben keinen Platz gemacht. Ja, der Gist ist aber auch schon 8 Jahre älter. Ja. Und die anderen zwei nur so. Willst du von uns? Du hast uns gar nichts zusammen. Wir sind Rebelle. Krass, wie groß Henry geworden ist. Ja, ja. Der ist übermutiert. Da geht's zur dunklen Seite der Macht. Willkommen im Vlog Nummer 36. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist, bin ich Hundesitter, Store Manager, manchmal weiß ich nicht so genau, aber es funktioniert. Einmal alles. Und er guckt so, was machen die zwei Jungspunde? Komm, niedergedreht. Wer will ins Fernsehen? Sie möchte ins Fernsehen. Hi. Gestern ganz traurig, als sie sie gesehen hatte. Ich möchte auch ins Fernsehen. Oh. Gell. Dann kommst du diesmal jetzt auch ins Fernsehen. Hm? Ganz Lachen schüchtern mal. Jetzt. Sie guckt so skeptisch. Das, was verrotten, hä? Wir müssen den Kindern das beibringen. Das soll das erste Wort sein, der erste Satz. Wenn sie so ein Jahr alt ist, oder ich weiß nicht, wann reden denn Babys? Ich glaube, 7, 8. Ich hab das doch jetzt unterschiedlich. Unterschiedlich. Wenn sie, der erste Satz, den sie sagen soll, ist: Nudeln kann man essen, warm, Nudeln kann man essen, kalt. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir filmen jetzt, was filmen wir, Dominik? Danny hat schon ein Interview gemacht. Was filmen wir jetzt? Wir filmen jetzt Get Rich oder nicht? Wir filmen jetzt Get Rich oder nicht, und zwar mit diesem geilen Produkt. Wo ist es denn? Ah, hier. Der Serge hat gesagt, das soll gut sein, deswegen holen wir uns davon ein Display. Und wir hätten aber noch 25 Euro, Dominik. Was sollen wir uns noch holen? Hast du eine 25? Idee? Wir hatten 105, soweit ich weiß. Deswegen. Das Display kostet 80. Wir haben noch 25 Euro. Gute Frage. Eine ETB oder? Hey, wir holen uns einfach noch so eine, sowas. Ja, mit Digimon und Pokémon. Egal, kostet 25 Euro. 35, Michael ist ein Spendierlaune. Nein! Ist teurer geworden, da steht 25. Das ist aber Regi-Boxe. Lesen kannst du, oder? Da steht. Lesen! Zenit der König Regi Leki Regi Drago Kollektion. Das? Ach so. Ach so. Wo sind denn die Regi Drago Regi Leki? Sind die im Ding? Dann nehme ich so. Mach ich so. Was kostet denn der Hund? Das kostet die Kleine, die kaufe ich. Unbezahlbar. 4,99. Dollar. 4,99. Ein Crispy Chicken mit Käse.
Ich denke, wir sehen uns gleich im Studio wieder. Wir sehen uns gleich im Studio. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Baby ärgern. Und dann sehen wir uns im Studio. Hey, der muss das schon filmen, dass der überhaupt so rumlaufen. Versteckel dich, Mo. Kopf weg. Hoch so, Mo. Was? Wo muss die Katrin? Katrin? Kekse! Aber jetzt, das ist halt wirklich mega geil. Also der Onesie ist schon cool. Aber das musst du POV machen. Greif mal in die Tasche. Da! Nee, Quatsch. Wie geil. Der hat wirklich schon... Erkennt ihr eigentlich das Kostüm von Michael? Das erkennt ihr nur, wenn er den Kopf ein bisschen senkt. Homer Simpson. Ja, okay. Und ich bin ein Clown, weil bei mir machen sie das Ganze ja der Clown. Ich wollte gerade sagen, mach mal die Kappe ab, weil dann eigentlich... Ist völlig okay, ich stehe dazu. Ich glaube, der hat das. Aber ich kenne mir die Teile nicht noch so, ne? Das, ich finde es so geil, wenn du im Stream guckst und hier steht die Kiste. Da siehst du bei Michael nur, ob die Glatze. Wenn du im Stream so... Wenn hier noch eine Kiste rumsteht, ich sitze da draus, guck mal, ist der Michael da, muss ich zoomen? Ah ja, da ist er. Ja, greif Remo in die Tasche, ist ja gar nicht. Greif Remo in die Tasche. Irgendwas? Keks. Sie ist doch das Krümmel, mein Keks. Badum. Das gibt uns so ein schönes Schlürfgeräusch wahrscheinlich so. Und jetzt wirst du was von uns hören, warum hier so viel Zeug steht. Ich bin hier heute Morgen aufgetaucht und ist ja ein bisschen was. Ja, ja, 17 neue Schubladen in weiß, weil IKEA warum auch immer keine schwarzen Schubladen und Schränke mehr herstellt. Frag mich nicht warum. Also zumindest das Modell gibt es nicht mehr. Es gibt keine Packschränke mehr in schwarz. Wir haben ein Außenlager jetzt und lagern einen Teil von unserem Lager aus. Die Sachen, die wir in großen Mengen haben, aber die nur über lange Zeit verkauft werden. Bedeutet, unser Lager wird, ich nenne es mal schmaler, also wir haben jetzt sehr breite, sehr tiefe Regale, die kommen ins Außenlager und für jetzt haben wir weniger Tiefe, dass mehr Platz zum Laufen ist und wir noch eine Reihe in die Mitte bekommen. Und dann wird, wenn man so aus dem Fenster schaut im Lager, hier eine Reihe mit diesen Monstrums, den Jungs, den Weiß hier, entstehen, dass du einen sauberen Cut hast zum Lager. Das ist erstens für euch. Und für dich zum Filmen alles besser aussieht und für den Stream. Und natürlich mehr Karten. Mehr Karten braucht das Land. Darum Schubladen für Kartmarket, dass der Michael mehr Platz zum Picken hat und die nicht mehr so tief in die Knie müssen, für die Karten hochzuziehen. Und auch wird ein Kleiderschrank sein, dass alle mal ihre Jacken da reinhängen können und dass immer so ein bisschen sauberes Bild ist. Nice. Ein sauberer Cut. Da kommen da noch ein paar hin, dann vergrößern wir die Boosterwand. Aber jetzt erst die 6, jetzt Lagerumbau. Ausräumen, vielleicht nehmen wir euch das sogar noch mit. Das machen wir nämlich die Woche noch ins Außenlager fahren und dann können wir eigentlich mal den Dominik mit und dann kann man ein bisschen. Ja, und Grüße gehen raus an den Live. Der baut das mal so ganz locker in 3-4 Stunden auf. Alles so. Nach Feierabend. Zeigt schon. Und wie lief's? Kannst du dann das rumgeschrei hat. Okay, ich weiß, wer verloren hat. Ah, übrigens, war so knapp die ganze Zeit. Wenn du die Kamera anhast, ja, und der Danny in der Nähe steht, macht bei Danny seinem Namen immer. Gell, Danny? Was? Du musst eine Szene einfügen, wir haben das bei YouTube aufgeladen. Danny! Es gibt bei. Es gibt bei. es gibt bei Will Smith. Bei Prince of Bel-Air gibt es eine Szene, wo die Hillary. Ach, ist das so schön, im Danny! Im Clinch ist. Wo. Der Will in der Kartenhand, was gegen die Hillary in der Hand. Daddy! Und dann machen die so Trigger-Dinger, wo die Hillary immer drauf reagieren muss, wenn die zwei was machen. Immer wenn der Papa von denen drängt, muss sie ihr Kompliment zum Beispiel über den Will machen. Und immer wenn der Karten gegen das Glas haut, muss sie den Will beleidigen. Gibt's nur auf Englisch, aber schneide mir auf jeden Fall kurz rein. Gibt's bei YouTube, ich denke, dass das kein Problem ist. Okay. Wenn ich Danny sag. Und jetzt einfach sich so drei Sachen überlege und. Finde ich eigentlich richtig cool, die. Bravo. Meine Damen und Herren, ihr wisst ja, ne, eins habe ich schon. Wenn unser lieber Freund auf dieser Seite seinen Namen aus meinem Munde hört, macht er wie? Danny?
Du hast die Bewegung vergessen. Ich will. Dankeschön. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Oder ist es wieder aus dem Chat? Will Smith, Dankeschön daran. An die Produzenten von Prince von Bel-Air und diesen unheimlich intelligenten Mensch, der auf die Idee kam, das nachzumachen. Das ist die Szene mit der Hillary, wenn, weil sie was ausgefressen hat. Ah, stimmt, und er sagt Hillary, Hillary. Stimmt. Stimmt. Alter, das ist so pfeifert. Das hier war so pfeifert. Danny? Battle Bear Danny, hallo. Rar. Hi. Hast du gut gemacht. Oh. Ja, also, an YouTube. Also und ich war's nett. Ja. Nicht so. Übermenschliche Kraft. Ich auch nicht. Ich hab diesmal nichts gemacht. Das hat nichts mit Kraft zu tun. Du hast eine Falle gelassen. Ja. Übermenschliche Kraft, dann okay. Aber das ist übermenschliche, ich weiß nicht, chaotisch halt. Es ist, nennen wir es Tollpatschigkeit. Tollpatschigkeit, ja. Hast du es kaputt gemacht? Ich hab's Falle gelassen. Und dann passiert das. Du musst dir vorstellen, du hast ja bestimmt in deiner Booth auch gehört. Danny, bam, 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 die ganze Zeit, 2 Minuten straight. Das ist falsch. Der hat's einmal in der Hand. Ups. Das sieht so aus. Das ist nett so, dass wir den jetzt noch bräuchten eigentlich, ne? Das weiß ich und deswegen fühle ich mich jetzt am Schluss, Dominik, Mann. Kannst du hier bitte so eine Gedankenblase einfügen und dann wieder das Tier, was der Michael das letzte Mal schon wollte. Also. Ah! Interne Gedanken eines Daddys. Na klar hab ich, ich hatte einen Moment. Ja, du kannst ich doch nicht. Ja, ich wollte nur mal gesagt haben. Ich lese mal. Natürlich hab ich. Im Kick haben sie bestimmt einen Gummihammer. Im Kick und im Action gibt es noch nicht immer einen Meter. Da hab ich auch geguckt. Was wollen sie? Ich sag, ein Gliederzollstock. Was? Und dann ist der Alter, so ein Ding zum Ausklappen zum Zentimetermesser. Achso, nee, haben wir nur zum Rausziehen. Er hat beides nicht verstanden. Nee. Wahnsinn. Ich lieb's ja, wenn Leute so Sachen verpacken. Ja. Janis, der ist für dich. Was ist nochmal der Unterschied? Mach mal den Müller mehr auf, bitte. One. Sag ich ja gleich. Ja. Mach auf. Ist ja Action, ist ja Action Cam. Oh. Nochmal. So, einen Versuch habe ich noch, dann ist es First Try. Hey. Okay. Du gebiss. Keine Ahnung, ich hab gerade Pokémon vor mir. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Wo ist denn eigentlich das? Muss ich das jetzt immer so in der Hand haben? Wir hatten doch so Ständerche. Wo ist das Ständerche? Ich frag dich. Das ist doch cool. Wir sitzen hier und brainstormen, was Videos betrifft und Streams. Hier ist eins Nils, eins Daniel, eins Kai. Ich hoffe, ihr habt alle das erste Video mit ihm gesehen. Gibt es eigentlich schon News mit Schnus? Ja. Yes, seit heute. Heute ist 13 Uhr. Habt ihr gesehen am Freitag? Wenn ihr das hier am Sonntag seht, das habt ihr gesehen. Ich war hier kaum zu sehen die Woche, ich muss mein Gesicht ein bisschen in die Kamera lischen. Bin ich nicht in dem Vlog? Das funktioniert so nicht. Und darum nehme ich euch heute mit Friday Night Draft. Marvel Champions. Er produziert quasi. Ich produziere 800 Stunden im Voraus, dass er in jedem Vlog mindestens. Richtig. Oh, der Vlog ist hier schon geschnitten. Yes. Was wäre, wenn ich das Projekt wieder aufmache und mich einfach hinschneide? Das Gesicht so überall. In rechts und rechts in die Ecke. Aber sind immer. Dominik, der geht raus an dich. Du könntest mir immer sagen: Ey, Danny, mach mal Video-Message daheim mit dem Handy und schick uns das, dass du nicht ganz aus dem Vlog raus bist. Hat mich niemand vermisst, ich habe keine süße Nachricht gekriegt von niemandem vom Team, danke dafür. Ich glaube nur vom Daniel und vom Chef, der Rest. Ich habe mich im Stream gefragt. Ja, die abonnieren auf mich. Daily Insta. Jetzt gibt's Kamera Inception. Oh, kennt ihr den? Einen wunderschönen. Kennt ihr den? Hallo! Kennt ihr den? Der Daniel macht Instagram, ich bleibe bei euch. Ist viel interessanter so mit so einer GoPro. Ja, ich würde mich noch mehr in Szene setzen. Das ist völlig gut so. Wenn man hier reibt, das bringt Glück. Ist das so? Reibt Buddhas Bauch, der immer kleiner wird gerade, aber bringt Glück. Gut. Hallo! Hi!
Da! Wir sitzen im Sprinter und bringen die Ware weg, meine Damen und Herren. Heute unser Kameramann sitzt da, das Kamerakind Nils. Und der ist grün. Oh, ich muss fahren. Warte, so fahren ist auch gut. Nein, du bist ein schlechtes Vorbild. Okay, natürlich mach das nicht nach. Wow, jetzt ist wieder rot. Hab ich gut gemacht. Hast du gut gemacht. Bist du Maschine. Maschine. Wir sehen uns dann, wenn wir im Lager sind. Ciao, ciao. Wunderschönen guten Tag, willkommen, wir sagen euch nicht, wo es ist, aber willkommen in unserem neuen Zwischenlager. Zu Hause! Sorry. Eigentlich gibt es in Daniel mein neues Büro, dass wir die anderen nicht mehr so nerven. Von hier aus streamen wir jetzt, ne Quatsch, aber das ist unser Zwischenlager. Geil, wenn ihr jetzt streamen könnt, oder? Nur, dass ihr im Vlog nicht denkt, wo waren die die ganzen Woche, was haben die gemacht. So sieht es leer aus und beim nächsten Mal sind wir schon voll vermutlich. Also, bleibt dran. So, Bautagebuch, beziehungsweise wir erfüllen das Lager. Die Berufsgenossenschaft schaut bitte nicht zu, Daniel, weil wir müssen das Gewicht ausgleichen, haben wir also Nils geschnappt, weil wir schleppen ja nicht alle Bretter hier rein. Wir sind ja clever. Warum nehmen wir nicht Ameisen? Und ich hab mich, weil wir mit der nicht fahren dürfen. Aber ich brauch mal noch Ameisenscheiben. Ja, ich glaub schon. Ich habe immer Ameisen. Nee, ich hab nicht gemacht. Abonnieren! Och Nils, welche Elmol hätte man nicht gebraucht? Das leckert halt wegen der Beleuchtung hier, aber das ist sie ja. Benutzen. Ja, Benutzer bist du da, aber da. Ja, ja. Ich habe mich so semi-gut angestellt eben mit dem Fahrer. Das war aber, glaube ich, einfach ein bisschen schwerer, weil wir sind in V-Form gefahren. V-Formation, wie die Mighty Ducks. Aber das hier sieht schon gemütlich aus, oder? Nils, was sagst du? Geht, ja. Oh Gott, Decker, bitte. Keep rolling, 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 rolling. Ja! Bis gleich. So, der Nils, unser aktuell neuester Azubi, so Chef, genau, macht jetzt das erste Mal so Zwischenschienenrennen. Immer erst auf einer Seite ganz machen. Ja. Dann hast du keinen, also hast du keinen Platz. Muss ich jetzt einfach ganz viel fluchen, dass es nicht in den Vlog kommt? Nö, da wird's einfach. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ist das richtig? Hast du die. Sind die Nüpse in der Löcher? Da ist drin, ja. Gut, dann kannst du draufschlagen. Ja, nochmal. Mit Spaufe. Ich? Ja, sieht gut aus. Gut, dann weiter. Das Bautagebuch des Außenlagers. Hoffentlich bekommen wir den Ton runter. Nee. Sehr schön. Genauso passt Boost Dominik. Es läuft. Es ist schön, dass es läuft. Jo. Drei gerade stehen, drei Hammer. Ja, Zwischenlage. Hier wäre Platz für noch eins. Und dann können wir hier immer noch geschmeidig hin und her laufen. Aber das würde schmaler nehmen, dass wir einen Palettenplatz hier für die Notfall haben. So sieht's aus. Jetzt befüllen wir es mit Ware, das seht ihr aber nicht mehr. Macht's gut. So, da wären wir wieder, da bin ich wieder. Die anderen beiden Jungs sind jetzt halt weg. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, ne, dass die mit der GoPro so gut vorproduziert haben. Ihr habt es dann ja gesehen. Du wurdest, glaube ich, auch ein bisschen genervt. Ja, ein bisschen. Aber und, was man nicht alles für den Laden macht, gell? Gell? Ja, aber ansonsten, ne, vielen Dank für diese Woche zum Vlog schauen. Ja, ne, lasst abonniert, gern Like und ein Abo da. Und die Glocke aktivieren. Genau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, oder? Ja. Ciao, Leute.